Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Ich stelle mal kurz den Polga ein. Enter. 1, 2, 3. Nein. Nicht, dass ich noch hier den Schnupfen bekomme. Bei den letzten Wehen des Winters hier. So, ah, ich kann ja selektiv mal einschauen. Selektiv 5 soll, glaube ich, das Beste sein, habe ich mal gelesen. Selektiv 5, meine ich zumindest. Will der Enter drücken oder Clear? Clear reicht überhaupt. Okay. Gegen Mephisto Amsterdam mit 24 MHz. Level 7 war das, meine ich. Enter. Stunde nicht. 3-0 Sekunden. Minuten natürlich. So, dann legen wir mal los. Der Polga kriegt Weiß. Ich habe heute mal nachgesehen. Ich fand das interessant, nochmal zu lesen. Dass der Ed Schröder mit dem, das, ich habe gelesen, das wäre das Polga-Programm, was da gespielt hat. Eben hat diese 18 MHz-Version, aber es war ja trotzdem 8-Bit. Auch wenn es 18 MHz war, der hat immer keine Partie verloren. Selbst gegen den Mephisto eine Remis gemacht. Auch wenn ich meine, dass hinterher drei Bauern-Dame gegen Läufer-Dame vielleicht gewonnen waren, man weiß, meine Güte, man weiß nicht. Mann. So ein bisschen unterschiedlich die Läufer, das stört den zarten Lipo doch gar sehr, aber ich habe keinen anderen Läufer für Schwarz. Man sieht hier, was immer das sieht, das ist hier der Läufer hier, der hat einen viel dickeren Kopf als er. Das stört den Lipo gar sehr bei der Absägen. Okay, los geht's. Er bekommt die Weiß. D4, D2, D4. Interessant fand ich auch, dass ich eine Partie habe ich gesehen gegen, weiß ich nicht, weiß gegen Why Not oder gegen wen? Weiß gar nicht. Da hat er erstens, der Rebell war das. Erstens B3 hat er gespielt. Oder was ich auch interessant fand, E3, E5, E4. Die hat er aber verloren. Also die haben auch schon versucht, mit der Öffnungstricks das zu machen. Quasi vielleicht darauf hoffend so ein bisschen, dass der gegnerische Computer keine Farbe vertauschen kann. Also man spielt ja dann quasi mit Weiß den Spanisch quasi mit Schwarz. Also E3, E4 hat man quasi aus Weiß Schwarz gemacht. Er hat aber trotzdem verloren. So, E3. Rochade. 36 MHz wäre ein bisschen hart gewesen. Ich mache das halt, das Amsterdam-Programm ist halt vom Programm her älter. Deswegen diese 24 MHz. Ich habe gelesen, das war so eine, der Amsterdam 1, der lief auf so einer, weiß ich, Experimentalmaschine von Motorola. Darauf lief da 50% schneller. Was heißt nur 50% schneller? Das war so ein Teil, das war geliehen, war das im Wert von 50.000 Mark. Und dafür ist diese 50% doch nicht so viel schneller. Dass also dieser Amsterdam läuft quasi schneller als die Experimentalmaschine. Weil 50% von 12 wären also 6 mehr, also 18 MHz müsste das dann sein, mit dem der Motorola da gelaufen hat. Also so umgerechnet. Also 24 MHz ist dann eher wie 32 Bit. So, nun muss der Amsterdam rechnen. Er schlägt auf C3. Und hier der normale Standard-Polga. Für mich einer meiner Lieblingsschachcomputer, die ich hier habe. Also ganz klar auf 1 natürlich der München. Auf 2 der exklusiv Polga hier. Auf 3 würde ich beinahe schon sagen, der GK2000. Weil mir gefällt der Spielstil von ihm. Er neigt also dazu, schönes, aktives Spiel zu machen. Und das fand ich sehr schön in den Partien, die ich gesehen habe, gegen meine Schachcomputer hier. Der hat ja sogar gegen Vancouver gewonnen. Die zweite hat er zwar verloren gegen Vancouver, aber er spielt ein interessantes Schach und das finde ich schön an der Sache. Und das Design vom GK2000, das finde ich sehr ansprechend. Zurechtdrücken.
Und der Polga, das ist ja quasi der Akademie. Ich meine, der Akademie hat ein 48K-Programm und der Polga ein 64. Ich weiß nicht, ob das... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur an den... an der Größe der Öffnungsbibliothek liegt. Das ist allerdings auch, dass der Akademie hat in so einer... Da war ja manchmal diese Verkaufslisten, diese Geräte, so in einer Tabelle, was die alles so konnten, wie viel die gewogen haben und so weiter und so fort. Und da war der Akademie mit 3 Sternchen. Die Spielstärke wurde dann in Sternchen angegeben und Akademie mit 3 Sternchen und Polga 4. Ja, wird ja momentan auch angeboten auf eBay, aber meine Güte. Mir ist 299 Euro für ein Akademie ist mir zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Und so erstrebenswert finde ich den auch nicht. Wer ist eigentlich dran hier? Hier irgendwie ein Zug verpennt. Turm D8 ist doch gefolgt. Da müsste normalerweise... der Kasten blinkt ja. Ich habe wohl erwartet, dass das Ganze... die ganze Anzeige blinkt, wenn er zieht. Aber der weiße Kasten blinkt. Was ich interessant finde, ich habe jetzt gelesen, ein OLED-Display mit dem Polga. Das wäre eine schöne Sache, wenn mir ein OLED-Display zuschicken würde. Also ein beleuchtetes. Ich gucke dann, dass das funktioniert und schicke dann mein Polga-Display zurück. Quasi ein Tausch. Ich weiß ja nicht, wie man das macht, dieses Display. Ob man da einfach im Inneren ein Display austauschen kann. Das, wo man einfach irgendwie, das so per Steckverbindung angeschlossen ist, hier dieses Display hier, man das einfach rauszieht und dann das andere reinsteckt, da habe ich keine Ahnung von. Oder ob irgendwie die Beleuchtung hier gemacht worden ist. Ob vielleicht einfach irgendwas draufgesetzt wurde, was dann leuchtet. Weil was durchsichtig ist, was dann grün leuchtet, dass das beleuchtet aussieht. Man weiß es nicht. Mal gucken, ob ich heute die Partie weiter ansehe. Ich habe gestern einfach mal aus Spaß den Mephisto Vancouver aufgebaut und habe den, ja, so wie die das auch gemacht haben, ich nehme an, der Vancouver war das auch, den die dabei hatten. Das war diese Fernsehschach-Preis-Partie. Kommt Matthias Wals gegen wen war das denn? Oh Mann. Ich habe einen Geist vor Augen, ich weiß es aber nicht. Es fällt mir gerade nicht ein, auf jeden Fall eine Partie zwischen 2 GMs dann da. Vladimir Hort hat dann mitkommentiert mit Helmut Pfleger und Klaus Spahn. Und das Interessante war, dass die, man sieht wohl, das ist wohl hart gesponsert worden von Mephisto. C4, D5, Sekunde. Weil nämlich, die spielten sogar auf dem Münchenbrett. Das war am Tisch versenkt, das Münchenbrett. Sodass nur hier ein bisschen von der Kante, glaube ich, zu sehen war. Und die hatten dann auch 2 Mephistos, oder 3 Mephistos da stehen. Die hatten dann dieses Eingabesystem. Und der Schachcomputer, der quasi ab und zu Rate gezogen wurde, wahrscheinlich mehr so aus Sponsorgründen, das war wohl der Vancouver 68030. Könnte ich mir vorstellen. Der wurde aber nur selten gefragt, was der zu der Stellung meint. Das war wohl wirklich hier mehr Sponsorengründe. Also ich könnte mir vorstellen, Mephisto oder Hegener und Glaser war wohl Sponsor der Sache. Interessant finde ich auch, dass ich irgendwo gelesen habe, wann war das, 88 oder wo ich das gelesen habe, dass Fidelity Deutschland Konkurs angemeldet hätte. Also die Fidelities, die hatten in Deutschland wohl nicht viel zu melden. Ich glaube, das wurde später auch geschlossen, Fidelity Deutschland. Und kurze Zeit später hat Fidelity, ja, ist ja dann verkauft worden. Wenn die Milchkuh keine Milch mehr bringt, dann verkauft man sie. Was dann natürlich, wie wir alle wissen, zum Verhängnis von Mephisto wurde, die ja dann unbedingt, ich weiß nicht, ob das schon war, ich habe das mal thematisiert, ob es da schon gewesen ist, dass die, dass Mephisto schon auf dem absteigenden Ast war und das quasi so als letzte Rettungsaktion versucht wurde, Fidelity zu kaufen und damit Mephisto noch zu retten. Das hat dann aber nicht funktioniert. Ein Investor ist dann abgesprungen, der dann erst investieren wollte und dann ist er doch abgesprungen. Und dann hat doch irgendwann Seitig das Ganze gekauft. Und der Rest ist eine andere Geschichte. E7, F6.
Ich überlege gerade, bei welcher WM das war. War das Almeria oder oder Porteros? Wo die dann quasi für 4.600 Mark aus dem Kaufhaus für die kommerzielle Gruppe ein Gerät gekauft haben, 32-Bit München-Gerät von Mephisto. Und Hegener und Glaser hat Protest eingelegt. Das kann doch nicht sein, dass sie tatsächlich ein Gerät nehmen, was es im Laden zu kaufen gibt für jedermann und bei der WM mitspielen lassen. Ich meine, war das jetzt die Chess Machine, die der mitgespielt hat, aber da? Weil Ed Schröder ist ja auch, hat ja nicht nur den Mikro-WM-Titel geholt, sondern auch den bei der, ja, nennen wir es mal richtigen Computer-Weltmeisterschaft. Da ist er auch Weltmeister geworden. Ich frage mich gerade, worauf ich hinauslaufen wollte. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ach ja, ich frage mich, ob Ed Schröder, ich meine, Ed Schröder wäre der Einzige, oder war das doch die Chess Machine? Ich glaube, das war die Chess Machine, sonst hätte ich ja beinahe gesagt, Ed Schröder wäre der Einzige gewesen, der mit einem Schachcomputer Computerweltmeister geworden ist. A7, A6, also nicht mit einem PC-Programm, sondern mit einem Schachcomputer. Wenn das die Chess Machine war, theoretisch war es ja ein Schachcomputer, in dem Sinne, man diese Chess Machine, die wurde einfach als Modul umgebaut und dann als RISC-Modul verkauft. So, Dame nach A4. Ja, auf C4 schlägt. Ja, geht auch Läufer C4 schlägt. Wegen B5. Läufer schlägt B5. Der Turm hängt ja dahinter. Ich finde das interessant, dass hier. Das ist ein bisschen mehr so auf mehr gleich das Ganze. Also die sind keine Haschtäble im Spiel oder solche Geschichten bei dem im Amsterdam. Der fährt aber auch läuft quasi auf 32-Bit gegen ein Standardgerät aus dem Laden hier. Den Polgar habe ich jetzt auch gesehen, habe ich auch des Öfteren verkauft, aber 299 Euro für ein Polgar-Modul-Set. Dann war glaube ich 450 Euro. Damit die 6 für den Polgar, für das Polgar-Modul-Set 10 MHz, aber 450 Euro ist wirklich eine Menge Holz, muss ich ehrlich sagen. Ich frage mich, ob der 10 MHz, ob der einfach nur auf 10 MHz getaktet war, der Polgar, oder ob da hardware-technisch noch mehr nötig war, um das zu machen. Das frage ich mich dabei so ein bisschen. Also, ob ich theoretisch man einfach diesen, den ich hier stehen habe, einfach genommen hat und auf 10 MHz getaktet hat. Weil das zu dem Zeitpunkt problemlos möglich war, diesen Prozessor auf 10 MHz zu takten. ZB. Oder ob da irgendwie andere Bauteile drin verbaut waren. Ich finde ja sowieso, dass die reine Spielstärke bei Schachcomputern, die zählt bei mir nicht so richtig. Weil es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, welchen Komfort man hat. Welche Möglichkeiten der Einstellung habe ich, vielleicht Spielstile, verschiedene Öffnungsbibliotheken, die Größe der Öffnungsbibliothek und der Bedienungskomfort und sowas, alles das zählt ja auch. Also wenn ich den Genius Pro dem Mephisto Vancouver gegenüberstelle, dann zählt für mich nicht die reine Spielstärke. Dann ist es halt dieses Münchenbrett, was den Hausschlag macht. Also dieser Bedienungskomfort. Da kann der Genius Pro noch so spielstark sein. Ich finde ja immer noch, das spielt irgendwie sehr langweilig, der Genius Pro, muss ich ehrlich sagen. Beinahe schon einschläfernd. Und dann noch das kleine Drucksensorgerät. Also da wischt man Vancouver mit in allen Belangen den Boden mit auf. Mag sein, dass der Vancouver dagegen verliert in der praktischen Partie. Aber es ist einfach sehr spartanisch eingerichtet. Dann diese Drucksensoren, da diese semi-gute Entscheidung mit diesem Display, was man dann hat, dieses LCD-Display, was vielleicht 1990 noch... Warum ist jetzt hier... Meine Güte, muss ja wieder einfriesen, weil ich mich zu wenig bewege hier oder was? Hör mal auf damit. Ich kann nur nicht hier ständig vor dem Bildschirm rumhampeln.
Dann neigt wie ich zum Einfrieren. Wenn ich hier nicht den hier andauernd mache, dann neigt er zum Einfriesen. Das nervt, muss ich ehrlich sagen. Und so hochauflösend ist das Bild nun auch wieder nicht. Was hat er jetzt gezogen? D6, F6. Dame F6. Ich weiß ja nicht, wie das mit dem Genius exklusiv aussieht. Ich nehme mal an, das ist das gleiche in dem Holzbrett. Das ist ja nicht in dem Holzbrett, das ist in diesem Gerät, was man daneben stellt. Dieses Genius Exklusivprogramm mit 300 MHz. Aber ansonsten würde ich doch tippen. Ich weiß gar nicht, ich würde das mal in die Kommentare reinschreiben. Ich weiß, man kann ihn updaten. Aber, also per Internet. Ich weiß aber nicht, wer ist dran hier? Ob der irgendwie mehr Funktionen hat. Aber ich glaube nicht. Der spielt wahrscheinlich genauso wie der Genius Pro, nur eben mit einer schnelleren Hardware. B6 schlägt. B6 schlägt. So. Und der Polga ist ja halt mit 18 MHz ist der Computer-Olympiade, hat er bei der Computer-Olympiade gewonnen. Das heißt, theoretisch, wenn man sagen würde, man hätte jetzt nicht so ein 68030 und was weiß ich, schlag mich tot für Rechner genommen, sondern irgendwie die Standard 32-Bit-Geräte mit 12 MHz, dann wäre quasi der hier das gewesen, der die gewonnen hätte. Ein Polga 5 MHz und Mephisto eben mit 32-Bit und 12 MHz und Fidelity auch mit 32-Bit 12 MHz. Daran sieht man mal, wie gut die Leistung war des Ed Schröder-Programms. Weil die liefen ja mit, der Mephisto lief ja mit 68030 und 50 MHz. Allein die MHz-Zahl ist ja schon hier enorm. Ich weiß ja nicht, ob ein Ed Schröder-Schachcomputer mit 16-Bit-Prozessor wirklich so viel stärker gewesen wäre. Da hätte man mehr Schachwissen einbauen können, so stelle ich mir das vor. Quasi einen, ja, einen guten Polga, der hat ja mehr Schachwissen bekommen mit 16-Bit jetzt. Hätte er trotzdem die gleiche Rechengeschwindigkeit gehabt oder Rechentiefe, aber eben dadurch, dass die Geschwindigkeit das Ausbremsen des Schachwissens wieder ausgleicht. Springer A5. Gestern war das Schrecken von mir wieder da, als ich von der Arbeit nach Hause gegangen bin, hat es geschneit. Schnee, das Schrecken vom Lipo. Wie heißt das immer? Der April macht, was er will. So heißt das ja ungefähr. Ich kann mal die Lichter ausmachen hier. So, der Polga ist wieder dran. Ich finde, der steht gar nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Wir können ja nächstes Mal machen, Polga gegen Dallas. Dann allerdings nicht mit so einer Megahertz-Zahl. Ich frage mich, ob es also ein Ed Schröder-Programm deswegen nicht mit auf 16-Bit-Basis gab, weil Hegener und Glaser Angst hatte, dass er Richard Link Konkurrenz macht. Hätte sein können, bei der WM wäre das natürlich nicht die Standard-Megahertz-Zahl gewesen. Vielleicht hätte man dann mit 36 MHz gespielt bei der WM mit 16-Bit. Ich könnte mir vorstellen, dass dann Richard Leng schon arg in Bedrängnis gekommen wäre. Springer C4, der hat sich natürlich jetzt da eingenistet. Nehmen kann man den natürlich nicht. Weil das ist ja dann ein Freibauer für die Zukunft mit C4 schlägt. Dann ist das schon drei Bauern gegen einer. Deswegen kommt das nicht in Frage. Er greift den Läufer an. Da muss gedeckt werden. Mit Dame B6 wäre das theoretisch möglich. Vielleicht dann Turm E7, Dame F6, Turm C7. Dann neigt sich das schon dem Remis. Vielleicht nächstes Mal den Milano spielen lassen. Das ist ja quasi eine Verbindung zwischen Polga und MM5, der Milano. Obwohl ich den für taktisch auch nicht so schlagkräftig halte. Das ist wirklich dieses gesteigerte Schachwissen, das bremst den Prozessor ja vermutlich aus. Und deswegen gab es auch eine 10 MHz Version, um dieses
dieses Ausbremsen des Prozessors auszugleichen, hat man die Geschwindigkeit dann verdoppelt. Also ich frage mich ja wirklich, ob das einfach nur auf 10 MHz getaktet war oder ob da irgendwie hardwaretechnisch noch was nötig war, um die auf 10 MHz zu bringen. Also ich könnte mir vorstellen, es gibt auch Milano 10 MHz, dass es wirklich nur deswegen war, um Richard Denker die Konkurrenz zu machen. Deswegen war die 10 MHz Version so viel teurer. Ich kann mir, weiß nicht, kann man den theoretisch, wenn man davon Ahnung hätte, also ich habe da keine Ahnung von, theoretisch einfach die Milano aufmachen und auf 10 MHz takten und dann fertig ist die Laube? Oder ist da mehr für nötig? Das sind so Fragen an die Experten. Aber zumindest sieht da nicht so schlecht aus. Das Problem wäre nur, wenn der Amsterdam jetzt seine beiden Bauern irgendwie gefährlich vorbringen könnte. Was hier B4 wird ja zumindest erstmal die Dame angreifen. Dame F6, also vieles sieht der Amsterdam mir nicht einfallen. Er fängt jetzt das Hin- und Herziehen an. Turm C1, was machen die des Öfteren, wenn denen nichts mehr einfällt? Dann fangen die an, Figuren hin und her zu ziehen. Weiß nicht, ob A4 vielleicht eine Idee wäre. A4, er kann ja nicht nehmen, wegen Läufer C4 schlägt. Und der Doppelbau am Rand, ja, vielleicht wäre da auch gefährlich. Ich glaube, das wäre die bessere Alternative als diese Stellung. Vielleicht ist es auch einfach Remis. Ich erwarte hier zu viel. Ich glaube, es gibt gerade momentan noch den München-Polger für 650 Euro. Aber es ist natürlich wieder eine harte Hausnummer, das 650 Euro. Das sind da so die Regionen, da könnte man sich beinahe schon überlegen, sich dieses Rus-Modul für 1400 Euro zu kaufen. Turm AC8. Und da hätte man ja auch die ganzen Richard-Denk-Teile drin. Und ich meine, die kann man auch mit... Ich meine, es ist ein Emulationsmodul. Da ist einfach die Emulation drauf, so wie auch hier ungefähr, kann man sich das vorstellen, wie bei diesem Messchess. Da sind dann die ganzen Engines drauf, von Amsterdam Amsterdam bis London Update da drauf ist und dann die ganzen Ed Schröder Teile. Und dann setzt man die in den Mephisto ein, das Modul. Weil das ist ja quasi das, es ist ein aktuelles Modul für die klassischen Mephisto-Geräte. Das ist mir allerdings zu teuer, muss ich ehrlich sagen. Das müsste schon als Kanalspende rüberkommen. Also wenn ich selber das Geld hätte, dann würde ich andere Dinge kaufen, wie zum Beispiel einen schnelleren PC oder, keine Ahnung, einen Kühlschrank oder irgend sowas in der Art. Aber jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Modul hier. So dick habe ich es nicht. Oder ich müsste irgendwie unerwartete Gelder gewinnen. B7, C8. Ja, der Läufer ist ja eh eingeklemmt, also auf B7 hat er keine großartige Zukunft, deswegen wird er so getauscht. A2, A4. Ja, möchte den Bauern vereinzeln, dass man gegen B5 vielleicht besser vorgehen kann, wie gegen beide Bauern. Läufer C4, DC4 schlägt, ich weiß nicht, ob das denn nicht schon zu gefährlich wäre. Ob die Bauern, die Zentrumsbauern zu zahnlos wären. C8, F5. Ich weiß nämlich damals, war ich den nochmal gekauft? Ich meine, in Karstadt Recklinghausen habe ich den gekauft, meine ich. So ganz dunkel in Erinnerung zu haben. Dann war das ja dieser riesige Karton, in dem da exklusiv drin war. Dieser Stolz, mir das gekauft zu haben, dieses Glücksgefühl und dann nach Hause ausgepackt und dagegen gespielt. Jetzt habe ich ihn wieder, den Mephisto exklusiv Polger. Ich meine aber, da war schon die Preissenkung, waren da schon da. Da war nämlich 1000 Mark, der exklusiv Polger. Und ich meine, der Preis war zum Neuerscheinen, wäre glaube ich 1100 noch was Mark. Also nicht schon ein bisschen teurer als der beispielsweise exklusiv 5. Der, ich meine, ja auch noch mit dem Verkauf war zu dem Zeitpunkt. Läufer F5 schlägt. Ich mach mal die einfach hier. Todesmutig mache ich mal Dame F5 schlägt, weil ich gehe mal davon aus, dass er den macht. Weil ich sehe auch keine Alternative. So.
wäre es irgendwie ein Schach möglich gewesen. Wir hätten ja manchmal eine Figur gibt Schach und der König zieht weg und dann wird geschlagen, aber da war ja nichts. Und B4 wäre auch eher crap gewesen. B5 schlägt und was dann? Dame B4 vielleicht? Turm B1 ist natürlich nicht möglich, wegen die Dame steht auf B1. Weiß nicht, ob eine dann in einer ruhigen Stunde mal H3 ziehen könnte, um Luftloch zu machen. Schade finde ich allerdings, dass der MM4 nur 4 Halbzüge anzeigt. Das finde ich ein bisschen schade. Der MM4 sage ich schon, der Polga mache ich natürlich. So, B5 schlägt. Das B+P-Modul wäre vielleicht auch interessant, weil ich gelesen habe, das soll die gleiche Öffnungsbibliothek haben wie der Conchess. Von daher. Und das Sage 240 ist momentan auch zu teuer. 135 Euro plus 7 Euro, also 142 Euro. Das ist mir für so ein HG 240 dann doch ein bisschen zu teuer. Das sind eh viele Fantasiepreise, die momentan im Umlauf sind. Von solchen Geräten. Dame B4. Turm B8. Ja, ich weiß nicht, ob dieser B-Bau so gefährlich wird oder weiß, dass durch Blockade des Bauern bequem Remis machen kann. Es ist natürlich nicht ungefährlich. Display-Modul. Ich habe noch gar nicht darauf geachtet, wo jetzt die generellen Unterschiede liegen zwischen dem hier und dem von meinem Vancouver, diesem Display-Modul. Ich lasse jetzt da stehen, da muss ich jetzt meinen Arm strecken, keine Lust. Mal interessant wäre es ja gewesen, ich weiß nicht, ob das generell nicht möglich war, eine Display-Beleuchtung einzubauen, dass man dann quasi so ein OLED-Display dran hatte. Oder bis zu teuer war. C1A1. Dame G6. Er macht wieder viele Abwartezüge, sagen wir es mal so, hier der Amsterdam. Diese Dame F6 Geschichte, dann Dame G6. Ja, macht halt, das macht es vielleicht ein bisschen menschlich, dieses Spiel von diesen Richard Link Computern. Dass die quasi auf die Fehler des Gegners warten. Wenn halt keine Fehler kommen, dann spielt man halt Remis. So ist die Show halt. Da mit C5 würde D5 angreifen. Könnte man mit Dame D6 abdecken. Turm A7. Aber ich würde dann doch eher sagen, vielleicht irgendwann mal H3 zu ziehen. Wir können ausnahmsweise mal auf Info gehen. A1, A7, Dame D6, B4, B3, B5, B4. Die Bewertung ist 0,18. 7,05 Rechentiefe. A1, A7. Ich meine, der Ed Schröder hat natürlich aus den 8-Bit-Geräten sehr viel rausgeholt. Wir haben überlegt, dass er überhaupt. Das ist ja quasi der Polka, wie ich den nicht stehen habe, nur eben mit 18 MHz. Und damit dann Turnier verlustpunktfrei zu spielen. Und sogar einen 68030 Gerät, ich meine, hatte bestimmt 50 MHz. Und einen Fidelity Mach 4 oder was das war, auf die Plätze zu verweisen, das ist schon eine Leistung. Vielleicht nicht ja, unglaublich oft reproduzierbar, aber es ist schon ein gutes Ergebnis. Weiß ja nicht, wenn das dort jetzt 5-mal stattfinden würde. Wie oft der Rebell das wohl machen würde. Oder der hieß, glaube ich, Rebell. Halt, eigentlich Polga. Wo will jetzt den Dame nach?
C2, da Lippo sucht die blinkenden Lampen an falschen Stellen. Ja, droht jetzt natürlich das Grundreihenmatt. Jetzt sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, was zu machen. Jetzt hat er mal kurz H3 auf dem Schirm. 5.01, jetzt wieder Turm E7, H4, H3 sehe ich hier rechts, ist aber links sehe ich hier, was er momentan rechnet hier. Und rechts sehe ich H3 ist der Favorit. Jetzt ist A7, A1 der Favorit. Ich frage mich allerdings, warum möchte er jetzt unbedingt diesen Turm wieder passiv stellen? Er muss ja sowieso irgendwann H3 ziehen. Das heißt, H3 ist irgendwann sowieso notwendig. Weil Turm A1, dann muss man Turm A1 ziehen und dann H3. Also ich bin kein Fan von Turm A1, muss ich ehrlich sagen. H2, H3. Er entscheidet sich glücklicherweise doch für H3. Ja, jetzt hat der König keine Grundreihenmatt-Probleme mehr. Das ist das Gute. Dame C1 Schach, das ist ein Schachgebot. Mehr nicht. Weiß droht eventuell Dame E7. Da müsste er F7 decken. Und wenn der Turm das macht mit Turm F8, dann Turm B7. Da kann man schon mal den Bauern behaken. Dann wäre das schon mal ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und Damenschach König H2, Mann, zur Not macht man auf. Man kann ja nicht mal den Bauern angreifen. Oder wenn er nochmal angegriffen würde, könnte man zur Not auch einen König G3 ziehen. C2, D1, ich gebe dir ein Schach. Schau her, ich gebe hier ein Schach. Sehe doch, wie ich hier lache. König H2. Wenn jetzt Dame F1 kommt, dann könnte man ja auch König G3 ziehen. Das deckt das ja auch. Und momentan ist ja keine akute Mattgefahr irgendwo. Ja, vielleicht wäre dann Turm D6 ein bisschen unangenehm. Da drohen Turm G6 Schach. Dann machst du ihm ja König H2, egal. Obwohl das Dame F1, König G3, Turm B6, Dame E7 meinetwegen mal, Turm G6 Schach kannst du ja wegschmeißen. Deswegen wäre König G3 vielleicht nicht unbedingt die beste Alternative. Damit C2. Aber man sieht schon, es ist eher der Amsterdam, der auf Remis spielt. Ich überlege gerade, ob mir der Name noch einfällt. Er will mir nicht einfallen. Strubeliges Haar oder krauses Haar oder Dauerwelle oder was auch immer mit einer Nickelbrille. Es fällt mir nicht ein, wer das war. Wer kommt das noch? Man weiß es nicht. So, der Polger rechnet wieder. Wir gucken mal wieder nach. H2, G1. Ja, das ist ein bisschen eine schwache Nummer, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch der einzige Zug, der hier steht. 0,00. Er möchte Remis machen. Ja, kann man eigentlich machen, muss man ehrlich sagen. König G3 wäre natürlich ein bisschen heftig wegen Turm B6. Deswegen König G1 zurück. Das ist quasi die Art und Weise für Schachcomputer Remis zu bieten. Dieses König G1. Jetzt kommt ja sowieso König H2. Der müsste quasi der Amsterdam schon auf Gewinn spielen. Ja, wahrscheinlich schätzt er sich ein, dass der Bauer doch ein bisschen zu stark ist auf B5, um auf Gewinn zu spielen. Und König G3 Geschichten würden eh nicht gehen, den Bauern geben will aber auch nicht. Weil König G3, Turm B6, das sieht dann doch schon ein bisschen gruselig aus. Da müsste ja schon Springer H4 kommen, um Turm G6 zu verhindern. König H2. Vielleicht nächstes Mal die Milano spielen lassen gegen den Amsterdam. Ja, das finde ich ein bisschen verwunderlich, dass sie nie darüber nachgedacht haben, zumindest 1989 oder so, quasi einen Polger rauszubringen, aber mit 16-Bit-Prozessor. Sowas in der Art. Dann hätte allerdings vielleicht auch der Ed Schröder ein komplett neues Programm schreiben müssen. Vielleicht hat man befürchtet, dass es wäre natürlich auch teurer gewesen, dieser Schachcomputer, ein Polger 16-Bit. Wäre dann vielleicht auch 1500 Mark gewesen oder 1600 Mark. So ungefähr eine Region vom Roma 2. Vielleicht wollte man auch den Roma 2 nicht gefährden. Man weiß es nicht. Man will ja auch die gesamte Palette verkaufen und nicht quasi mit neuen Geräten die alten Geräte komplett wertlos machen.
So, da ist noch 0,0. Dame E7 zeigt er aber jetzt gerade an. Also nicht mehr König G1. Ja, Dame E7, den Bau kann er eh nicht nehmen, wegen Dame F7 schlägt und G7 matt. Deswegen wäre Dame E7 als Zwischenzug möglich, aber der König G1 ist ja auf dem Display. Genau, König G1 und jetzt... Es ist schon Remis, er hat wohl überlegt, ob er vielleicht doch noch auf Gewinn spielen kann, aber macht dann doch Remis. So, und das war's auch schon für diese Partie. Mephisto Polga Standardversion gegen Mephisto Amsterdam 24 MHz, also quasi, ja wie gesagt, diese Motorola Experimentalmaschine, die geliehen hatten damals, die war 50% schneller als der Standard Amsterdam mit 12 MHz, also quasi 18 MHz. Und 24 ist ja dann quasi 32 Bit. Oder war 32 Bit, war das schon doppelt so schnell? Weil ich kann auch sein, dass ich gelesen habe, weil ich habe irgendwo gelesen, jemand hätte das auf einen 32-Bit-Prozessor geschrieben, gemacht, das Programm draufgesetzt und das wäre 50% schneller gewesen. Schreibt es in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall, verabschiede mich bis zum nächsten Mal, freue mich daran, dass mein Mephisto Polga gegen den 24 MHz Amsterdam Remis spielt. Gut, der Abstand der Programme ist natürlich etwas, aber egal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.